Wir haben heute geballte Doppel-KTM-Power und zwar mit meiner SMCR und mit meiner Duke 97. Heute dabei ist die wunderschöne Annika. Hallo. Mal wieder. Endlich mal wieder ein Dual-Vlog zu zweit. Ich freue mich richtig und ja, ich habe beide relativ neu. Ich finde beide relativ geil und deswegen gebe ich dir heute die Wahl. Welche möchtest du fahren? Ich nehme die andere. Da ich ja lange kein SMCR mehr gefahren bin, würde ich gerne die SMCR fahren. Das macht Sinn. Das hätte ich auch nicht anders von dir erwartet. Du bist so ein richtiges Supermoto-Girl. Die passt auch, würde ich sagen, irgendwie besser zu dir. Ich weiß nicht, ich glaube, die steht dir gut. Setz dich mal ruf. Oh ja, falscher Helm aber, ne? Eigentlich hättest du dann die Naked ja, nehmen müssen mit dem Helm. Aber ich finde auch, der Supermoto passt eigentlich auch ein Integralhelm irgendwie. Das sieht auch sportlich aus. Das stimmt. Und du siehst sowieso irgendwie schick aus mit dem All Black and White hier. Sieht sich durch das ganze Outfit. Sünde sorgt natürlich auch am Start, um mal ein bisschen Promo zu machen. Checkt mal gerne Sünde Shop aus, falls ihr Unterhosen, Schlappen, Socken, T-Shirt, Hosen, Jogginghosen, Pullis, Zipper. Habe ich schon gesagt, Unterhosen. Check das gerne mal aus, kleine Eigenwerbung. Aber die sieht schon echt geil aus. Ich bin so ein Fan von dieser Karre und ich finde das auch richtig geil jetzt mit der Lichtmaske. Ne, kannst ja mal anmachen, dann sieht man die schon so ein bisschen leuchten. Das sieht so geil aus und mit allen E-Normen, E-Nummern, alles am Start. Kennzeichen halt das hier auch noch kurz. Und wir fahren mit der Duke. Die dagegen ist natürlich jetzt komplett Standard. Stock, ne? Das heißt, es ist ein bisschen unfair, die zu vergleichen, weil die schon quasi fertig ist. Finde ich auch krass im Bergmann und die noch nicht angefangen hat. Einfach so schön machen, ne? Auch ja. Hier mit den Kupplungshebel, die Spiegel, die sind perfekt. Es sind halt, das sind das halt Design Bros. Schön, wie es so ist schon eigentlich, das Standardding. Ich finde, du hast sofort ein richtig geiles Fahrgefühl. Ich finde auch, du sitzt so richtig cool, weißt du, so. Das stimmt. So breit. Das mag ich irgendwie voll, wenn man so ein bisschen so wie auf einer Motocross sitzt. Das sieht aber auch heiß aus, wirklich. Richtig geil. Und richtige Maus. Mensch, danke. Ich erinnere mich ja immer noch an die SMCR, die bin ich ja zuletzt gefahren. Und da war die Kupplung, also die war ja spitze, ne? Aber das ist halt ein neues Motorrad und einfach der Vergleich, so das ist alles ganz anders. Das ist so weich, das ist krank. Finde ich auch, das finde ich das Geile an der Karre, dass du einfach so ein richtig geiles Supermoto-Feeling hast. Aber die fährt sich halt nicht wie so eine EXC. Die halt, wo du doch merkst, das ist eine Wettbewerbskarre, sondern die fährt sich, also dann bisschen fast weich, schon aber trotzdem irgendwie so leicht wie eine XC. So, genau. Ja. Also ich muss auch sagen, vom Design stockmäßig gefällt mir die SMCR so unglaublich gut. Ja, also wirklich richtig krass. Aber ich habe ja von Bergmann und Söhne ein schwarzes, komplettes Plastik-Kit bekommen. Das heißt, wir können da auf jeden Fall nochmal designtechnisch was machen. Aber also jetzt gerade aktuell finde ich die so geil. Du hast ja auch gerade deine BMW komplett bei Motocrump geändert und ich finde, die ist auch geiler als vorher, aber als du mir das Video, was du geschnitten hast, gezeigt hast, habe ich trotzdem nochmal das Standarddesign gesehen und dachte auch sofort wieder, ja, aber das ist schon auch echt geil Stock. Ja klar, ne? Auf jeden Fall. Das ist ja mit vielen Bikes so, aber gerade bei BMW, aber das muss der hinter uns ballern. Macht Fotos von uns. Guck. Der macht Fotos von deinem Hintern. Wer? Der Auto? Im Auto, ja. Als du dich umgedreht hast, hat er so schnell das Handy weggepackt. Ich bin mal interessant, ob man das vom Winkel in der Kamera sehen kann. Dann mache ich einen kleinen Zoom. Oha. Richtig geil, der hat das Handy hochgehalten. Der jetzt hat das auch immer das noch in der Hand. Guck mal, jetzt! Siehst du das Handy? Der telefoniert aber, glaube ich. Achso, ja, oder aber eben hat er 100% Vielleicht Fotos gemacht. Vielleicht tut er jetzt auch nur so, aber telefoniert. Vielleicht hat er auch deinen Hintern fotografiert. Vielleicht hat er auch meinen Hintern fotografiert, aber ich würde fast eher tippen, dass du einen hübscheren Hintern hast als ich. Aber was ich sagen wollte ist, jetzt kommt ja dein Video erstmal online, bevor mein Dekor-Reveal kommt. Aber das müsst ihr euch unbedingt reißen. Ich bin so gespannt, was ihr sagt, weil das ist so absolut geil geworden. Ich liebe das so krass. Aber ihr müsst euch halt noch gedulden, weil ich halt aktuell diese YouTube-Sperre habe. Alter! Hey, also ich glaube, wir fahren ein bisschen zu schnell. Ich dachte gerade, das wärst du und ich dachte, Alter, hört sich die SMCR krank an gerade. Ja, ich habe halt gerade eine YouTube-Sperre, so viel dazu. Ja, weil auf du wieder schmutzigen Content hochgeladen auf hast. Auf altes Video mit Milan, also wenn ich gerade so in der fahre, muss ich schon sagen, also sie ist ja schon nice und so, aber da muss trotzdem einiges gemacht werden. Ich habe ja gerade den Vergleich bei Bergmann und Söhne gesehen, mit dem Kurzzeichen, Kennzeichenhalter, mit einem anderen Ausdruck, den Ausdruck sowieso ein bisschen. Warte mal, sorry, ich fahre jetzt mal hier vorbei, keine Ahnung, was der macht. Also du redest gerade von der Duke, ne? Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Lol. Du fängst einfach an, ich würde was ändern, so, hä? Wenn man noch gerade die SMCR ist perfekt, klar, die Duke. Ja, das stimmt, ne? Der Ausdruck, also, der sieht irgendwie ist er so ganz komisch geformt. Also,
Hätte die den dann noch so reingequetscht. Und die Spiegel natürlich und so, aber ich glaube, wenn das gemacht ist, auch die Soziusbank weg hinten, dann muss das, glaube ich, ziemlich geil aussehen. Voll, also ich bin da gerade auch am Raussuchen der Powerparts, mir so ein bisschen was zusammenzustellen, weil ich habe natürlich auch Bock, da ein bisschen was umzubauen und dann können wir dafür natürlich auch noch ein Design machen. Da bin ich auch noch für Vorschläge natürlich offen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich wollte gerade sagen, du rollst hier ganz schön schnell auf die rote Ampel zu. Uiuiui. Ich finde das sowieso irgendwie geil, dass so Motorräder nicht so komplett fertig sind und dass es dafür keine Teile gibt. Weißt du, wie ich das meine? Das macht gerade Spaß, so sein eigenes Ding da reinzubringen. Und voll, das ist das so ein bisschen, baukastenmäßig. Ne? Also das klingt vielleicht auch... Wisst ihr, wie ich das meine? Soll jetzt nicht so eine dumme Aussage sein, aber es gibt ja auch bestimmt... Naja, also ich weiß, wie du das meinst. Es wird dann halt leichter gemacht und es ist typischer, was zu machen an ja. Bikes. Also wenn du dir jetzt irgendwie ein, weiß ich nicht, ein AMG kaufst, dann ist der halt so. Ne? Ja, natürlich kann man Spielereien machen, aber es ist eigentlich fertig, beziehungsweise alles ist halt viel teurer und so. Und bei einem Motorrad halt ein paar Spiegel für 50 Euro und hier ein Auspuff für 200, 300 Euro. Und das ist halt auch alles eingetragen und es gibt halt diese Powerparts und so. Ja. Du hast recht, es ist halt typisch im Motorradbereich auch einfach mehr zu machen. Guck dir doch mal Autos an, die hier überall rumfahren, ne? Ja. Die sind, ich würde sagen, wir fahren rechts, zu 95%, wenn nicht sogar mehr, Stock. Da ändert kaum jemand. Also wenn du allein schon foliertes Auto siehst, ist schon, oh krass, das ist was Besonderes, weißt du? Aber ein Motorrad, ich kenne eigentlich so gut wie kein Motorrad, was Standard rumfährt. Ja. Also wirklich komplett Stock. Ja. Da macht jeder mal hier einen Auspuff, da mal Lenker, da mal ein paar Aufkleber drauf, hier mal was pulvern oder so. Und das ist halt das, was du, glaube ich, meinst, dass so in der Szene einfach das irgendwie eher angenommen ist, seine Motorräder zu verändern. Und das finde ich halt auch voll geil, weil das bringt dann alles zu Unikaten. Weißt du, den Tiguan, der vor uns ist, den habe ich schon 100.000 Mal in meinem Leben gesehen, genau so. Es ist auch einfach wieder krass, der Fuhrpark wird schon wieder voller und voller, gerade wenn die Saison losgeht. Das ist Wahnsinn. Annika, setz dich hin, sonst baue ich einen Unfall, weil ich abgelenkt bin. wo war ich stehen geblieben jetzt? Mann, über 4 Jahre und immer noch schwerst verliebt, rosa-rote Brille. Hä, so. Mir hat letztens jemand unterstellt, dass ich lügen würde, wie lange wir zusammen sind. Ich habe so eine Umfrage gemacht, da hat einer gefragt, wie lange wir schon zusammen sind. Da habe ich geschrieben, ja, über 4 Jahre. Da hat er geschrieben, hey, letztes Jahr hast du doch gesagt, 1,5 Jahre. Ja? Ah, ich dachte, er hat gesagt, letztes Jahr hast du gesagt, 3 Jahre. Lüge. Fandst du jetzt nicht so lustig? Pass auf, der wollte hier rüber. Ach, und du hast einfach überholt. Der Smart, der rechts im Blinker, die der kleine Smart hat winzige Blinker, die kann kein Mensch sehen. Keine Ahnung, ist mir nicht aufgefallen jetzt. Wo war ich ja stehen geblieben? Genau, die EXC ist nämlich verkauft. Es ist echt krass. Also ich freue mich auf der einen Seite, dass es einen glücklichen neuen Besitzer gibt. Was gibt's jetzt? Wenn ich runterschalte, gibt die automatisch Zwischengas. Das habe ich doch letztes Mal bei dir im Video gesagt. Hast du mir nicht zugehört? Hä? Nee, habe ich nicht. Doch. Wie immer. Ja, Wahnsinn. Ja, wegen dem Quickshifter, damit der wegen dem Einzylinder nicht so ruckig ist, gibt der Zwischengas. Wie geil ist das denn? Wo war ich jetzt? Genau, die EXC. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich traurig, weil das war so mein krassestes Bike vom Umbauen her und so weiter. Ja, aber letztendlich ist das halt auch ein Projekt gewesen. Und man hat ja auch Bock, wieder was Neues zu machen und so. Wir sind wir wollen ja auch Content. Genau, und ich finde auch geil, immer so ein bisschen Wechsel zu haben. Ne? Ich hatte jetzt 2 Jahre keine SMCR, jetzt habe ich eine SMCR, jetzt habe ich auch wieder eine Duke. So, dann brauche ich keine EXC. Wenn die Duke, die ist ja von KTM, die geht dann Ende des Jahres zurück. Die SMCR ist von Bergmann und Söhne, die geht dann auch irgendwie wahrscheinlich Ende der Saison, Anfang nächste Saison weg. Dann habe ich wieder kein Bike. Wir fahren rechts, ne? Ja. Und dann kann ich mir ja zum Beispiel wieder eine neue EXC oder FE oder so kaufen und die wieder umbauen. Und dann steht dann wieder alles offen, weil auch wenn ich den roten Candy-Look geil fand, der limitiert halt so ein bisschen in der Farbwahl, ne? Ja, das auf jeden Fall. Das ist so geil. Das hört sich auch echt geil an eigentlich von hinten. Die ist auch so wettig. Die ist ja nur geil. Als würdest du das erste Mal auf dem Motorrad sitzen. Boah, was machst denn du? Du biegst ja ab. Ja. Sag mal Bescheid, Junge. Das nochmal, was du angesprochen hast, das hier halt, ne? Ja. Mit dem Spritschutz und so. Ja, das kommt ab, wenn das Kennzeichen statt hier da dran ist
und hier ein ordentlicher Pott irgendwie drunter ist, ein Acker oder so. Ja, und das hier weg. Sieht tausendmal geil aus. Und das da auch, dieser Henkel-Schrott. Sozius-Kram, weg. Dann sieht's geil aus. Hallo. Boah, Alter. Das sind die Bremsen von der Corvette, ja. Boah, das sieht echt richtig kacke aus. Das finde ich auch echt nicht so geil, die Farbe. Das ist echt. Guck mal, ich brauche eigentlich gar, ich kann meine Beine komplett durchstrecken. Was? Und ich komme hier auf den Boden. Hä? Wie lustig ist das denn? Also wenn ich das machen würde, würde ich mir meine Schuhe abschmürgeln. Hast du dich sowieso die Schuhe an, wo ein dickes Loch drin ist? Ja. Macht das eh nichts mehr aus. Also da musst du auch mal zeigen, doch, du musst den Leuten mal zeigen, mit was für Dreckschuhen. Ja, du mit dem hier. Wirklich. Also das ist ja auch richtig unangenehm. Ich bin ein armer Mann. Was meinst du, wie viel ich in Motorräder reinstecke? Da bleibt kein Geld mehr für Schuhe. Alter, so, die wird jetzt überholt. So nämlich. Das sind meine Mopedschuhe. Das macht überhaupt keinen Sinn, ja, weil ich habe zwei Paar richtige Motorradschuhe. Ja, und trotzdem ziehst du die immer an. Angewohnheit. Ja, ist wirklich so. Scheiß. Weil ich die, als sie heil waren, fand ich die cool. Alter, ist hier windig. Ja. Vorsicht, schneller Fahrradfahrer. Der hat Vorfahrt. Ich weiß. Naja, ich Mann. Ich fahre noch nicht zum ersten Mal. Ich sehe, ich habe... Ich wollte noch laufen. Boah. Ich habe immer bei dir so ein väterliches Beschützergefühl, Beschützerinstinkt. Da nee, ist, das klingt ein bisschen falsch. Ein väterliches Beschützerinstinkt. Du kannst also einfach mein Freund sein und ein Beschützerinstinkt haben. Na gut, mach deinen Blinker aus. Mach den Blinker aus. Nö. Oh, der hat ein Klo dabei.